19. März 2019, 9.15 Uhr, mhot-online.de. Roland Kaiser, der Schlagerstar, ist dreifacher Vater. Quelle, Roni Hartmann, Getty Images. Roland Kaiser ist momentan von keiner Bühne wegzudenken. Bei seiner eigenen Show hatte er jetzt seine Kinder dabei und platzte fast vor Stolz. Das sind die Sprösslinge der Promis. Am Wochenende lief der Show Alle singen Kaiser, das große Schlagerfest im TV. Gastgeber Roland Kaiser lud zahlreiche Schlagerstars, wie etwa Andrea Berg oder Florian Silbereisen, in die Media City in Leipzig. Zur Unterstützung ihres Vaters waren auch Jan und Annalena Kaiser vor Ort, Schlagerstar Roland Kaiser mit Tochter Annalena und Sohn Jan. Quelle, Picture Alliance, Geisler Fotopress. Roland Kaiser ist Vater von drei Kindern. Mit Schauspielerin Anja Schüte war er von 1990 bis 1995 verheiratet und hat mit ihr Sohnemann Hendrik. Ein Jahr nach der Scheidung heiratete er seine dritte Ehefrau Silvia. Sie haben gemeinsam zwei Kinder, Annalena, geboren 1999, und Jan, geboren 1996. Am Rande seiner TV-Show in Leipzig posierten die beiden stolz an der Seite ihres Vaters. Hier posiert Roland Kaiser 2005 mit seinen beiden Kindern. Quelle, White Records, Manfred Esser. Silvia und Roland Kaiser feierten am 23. Februar ihren 23. Hochzeitstag. Jan und Annalena krönten das Glück der beiden und sind, man sieht es auf den Pressefotos, der ganze Stolz ihres 66 Jahre alten Vaters. Roland Kaiser mit Tochter Annalena und Ehefrau Silvia auf dem Semperopernball 2019. Quelle, Picture Alliance. Depe mit Tochter Annalena und seiner Ehefrau Silvia besucht Roland Kaiser schon seit mehreren Jahren regelmäßig den Semperopernball in Dresden. Sohn Jan zeigt sich eher selten mit seinem Vater in der Öffentlichkeit. Aber vielleicht wird sich das ja nun auch ändern.